Erf doch, meine Lieben. Es gibt im Judentum eine Faustregel, die nennt sich Iridat HaDorot. Was ist Iridat HaDorot? Iridat HaDorot, das Absinken der Generationen. Ja? Jede Generation, die später kommt, ist schwächer. Schwächer in ihrer Spiritualität, schwächer in ihrer Heiligkeit, schwächer in ihrer Torah, in ihrer Weisheit. Und wir sehen das, ich meine, wenn wir, ja, wenn wir vergleichen die Generationen vor 2000 Jahren, Moshe Rabbeinu, Abraham, Yitzhak, Jakob, die Generationen der Propheten, der Tanaim, Meister der Mishnah, der Amoraim, Meister der Gemara, wir sehen, es wird immer, es wird weniger und weniger und weniger und weniger. Und überhaupt, wenn wir unsere Generation anschauen, ich rede jetzt nicht einmal von religiöser Sicht, ja, wenn wir uns anschauen, unsere Generation und die Generation vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, dann sind wir eigentlich faule Säcke im Vergleich zu diesen Generationen. Dort gab es Visionäre, Menschen haben gekämpft für Ideale. Ja, viele Dinge sind passiert in den letzten 100 Jahren und die Menschen waren Pioniere in den Dingen, die sie getan haben und haben sich ins Feuer geworfen für ihre Ideologie. Und heute, wir sitzen auf unserem Sofa und sind faul. Ob wir müssen oder nicht, müssen eine andere Frage, aber wir leben ein angenehmes Leben mit all dem, was wir haben, was andere mit ihrem Schweiß und ihrem Blut aufgebaut haben für uns. Aber das war schon immer so. Das war schon immer so. Das ist nicht nur jetzt. Das ist so, die Tora sagt. Der Abfall, der Verfall der Generationen. Immer und immer weniger, immer und immer weniger. Und wir sehen das ja auch bei der Tora. Auch bei der Tora-Lehre gibt es so etwas, das sich nennt Geridat HaDorot. Wie sehen wir das? Wir wissen, es ist eine Halacha, dass wenn ein Sanhedrin, ein oberstes Gericht, etwas entschieden hat, so und so, es hat so gelernt aus der Tora, so ein Gesetz herausgefunden aus den Schriften, und sie haben es alles festgesetzt als Halacha, dann kann nicht das Gericht danach, eine Generation später, das annullieren. Das geht nicht. Warum kann es das nicht annullieren? Weil wir schon davon ausgehen, dass sie weniger gescheit sind. Die, die später kommen, sind immer weniger gescheit als die, die vor ihnen waren. Und so geht das die ganze Zeit. Es kommt heraus, dass heute die allergrößten Rabbiner können in keiner Weise irgendwie in Frage stellen, irgendwie antasten, Gesetze, die festgelegt wurden, nicht einmal vor 1000 Jahren, sogar nicht einmal vor 100 Jahren. Weil immer davon ausgehen, die Generation, die später kommt, ist immer die Generation, die schwächer ist, sogar im Torah-Wissen. Das ist interessant, denn in der Wissenschaft ist genau umgekehrt. Was sagt man in der Wissenschaft? Dass je später die Generation, desto gescheiter, desto bessere Mittel gibt es, Dinge herauszufinden. Fragst du einen Menschen heute, wer ist intelligenter? Wir heute oder Leute vor 1000 Jahren? Was würden die dir sagen? Heute? Heute, weil wir lernen viel früher in der Schule und so weiter und so weiter und so weiter. Aber Jugendlichen sagt man nein, umgekehrt. Es gibt einen Fall der Generationen. Die Ratte droht in jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Und wir spüren das vor allem, und das ist das Thema, worüber wir heute reden wollen, wir spüren das vor allem bei den Anführern. Ja? Den Anführern der Welt. Reden wir mal über das jüdische Volk. Den Anführern im jüdischen Volk. Ja? Schauen wir zurück, die Generationen, wir haben gehört von Tzadikim, von großen Meistern. Ja, ich rede nicht von Moshe Rabbeinu, das ist schon sehr lange zurück. Ich rede vor 300, 400 Jahren, es gab, Rambam war 800 Jahre zurück. Es gab immer, in jeder Generation gab es einen großen Meister, einen großen Anführer. Ja, es gab den Shulchan Aruch, es gab den Rama, es gab den Chatam Sofer, das ist gar nicht so lange her, es gab Admor HaZaken und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gab diese großen Tzadikim, wo du aufgeschaut hast, sie haben angeführt. Sie waren für das jüdische Volk ein Vater und eine Mutter. Ja, Leute, die gesehen haben, die Gefahr in jeder Generation, auf sie aufgepasst haben, sie geführt haben und so weiter. Maharal von Prag und. Und heute
Wir sind eine Weisengeneration. Natürlich haben wir heute auch unsere Rabbiner und so, aber fragst du heute, wer ist der Zadik heute? Sollte ich das sagen? Ja, jeder hat seinen Rabbin und es gibt große Rabbiner, aber wer ist denn Zadik? Sogar ein Zadik, sogar in Form von einem Wundertäter. Zu dem gehst du hin, bittest du eine Bracha, segnet dich, es erfüllt sich. Selten, nie, es gibt nicht etwas Eindeutiges. Früher war das nicht so. Also wir sind eigentlich eine weise Generation ohne Anführer. Und auch das ist nicht etwas Neues für uns. Bei uns ist das schon sehr radikal, weil wirklich kein großer Zadik ist weit und breit zu sehen. Aber sogar der Talmud in Masechet Shabbat bringt so eine Aussage. Talmud wurde geschrieben vor 2000 Jahren. Der Talmud sagt so: Wenn die Ersten waren wie Kinder von Engeln, dann sind wir wie Kinder der Menschen, sagt der Talmud. Wenn die Ersten waren wie Kinder der Menschen, dann sind wir wie Esel. Talmud sagt das. Der Talmud betont. Und nicht wie die Esel von Rabbi Hanina ben Dosa und von Rabbi Penchas ben Yair. Entschuldigung, wir müssen da eine Tür rauszubauen. Ja, machen Sie es. Und nicht wie Rabbi Penchas ben Yair. Ja, nicht ein Esel wie von Rabbi Penchas ben Yair und Rabbi Hanina, sondern wie irgendein Esel. So sagt der Talmud. Der Talmud sagt, Wenn sie waren Könige, wir sind Menschen, Engel, wir sind Menschen. Wenn wir sind Menschen, sie waren Menschen, wir sind wie Esel. Und nicht aber Esel von Tzadikim, Esel, herkömmliche Esel. Also, so sagt der Talmud zu diesen Zeiten. Und dort gab es Tzadikim. Und wer sind wir, welche Anführer haben wir? Wir sind ganz, ganz tief im Schlamassel eigentlich. Ja? Ganz, ganz niedrige Generation. Und der Lubavitcher Rebbe hat das so auf den Punkt gebracht. Und so hat er gesagt, wenn das ganze Exil, Galut, in dem wir uns befinden, nur dazu da ist, um Sünden zu vergeben, dann müsste es doch sein, dass je näher man kommt zur Erlösung, die Finsternis wird kleiner. Je mehr du kommst zur Erlösung, zum Mashiach, die Sünden werden schon mehr repariert und dann, es müsste auf der Welt schon besser sein. Okay? Aber wir sehen, es ist umgekehrt. Wir sind umgekehrt. Je näher du kommst zur Erlösung, desto finsterer wird es. Desto weniger spürt man Göttlichkeit. Desto weniger spürt man Spiritualität. Während vor 1000 Jahren haben die Menschen Gott mehr gespürt. Die Menschen waren spiritueller. Sie waren mehr in der Tora drinnen. Und heute, wir stehen schon vor dem Eingang zu Maschiachs Zeiten. Und es ist viel dunkler. Was? Worum geht? Warum, Bemet? Warum? Wo führt das hin? Wo führt uns diese ganze Situation hin, dass es immer weniger wird, wir fallen und fallen, wir haben keine Tzadikim, keine Anführer. Was will Gott eigentlich von uns? Warum ist die Situation so, wie sie ist? Warum sind wir auf uns allein gestellt? Das ist die Frage. Stille. Das ist eine große und sehr, sehr, sehr deprimierende Frage. Aber Baruch Hashem, wir werden darauf Antworten haben. Vor genau 30 Jahren, in Parashat Tetzaveh, das ist unsere Parashat, vor 30 Jahren, war es das letzte Mal, dass der Lubavitcher Rebbe gesprochen hat, ein Mahamar. Ein Torah-Vortrag, und er hat es auch ausgeteilt, gedruckt. Die Leute, der Rebbe ist gestanden, Stunden über Stunden, hat jedem gegeben, das Mamar in die Hand. Das ist sozusagen das letzte Mamar, was der Rebbe gesagt hat. Danach hatte der Rebbe eine Herzattacke, da konnte danach nicht mehr reden. Und also das war das letzte, vor 30 Jahren, diese Woche das Mamar, dort hat der Rebbe, wenn wir uns das heute, nach 30 Jahren, schaust du dir an, was der Rebbe dort geschrieben hat. Wenn man sieht, der Rebbe hat dort reingeschrieben Dinge, die uns heute, wo wir sehen, in welcher Dunkelheit wir leben, heute uns helfen zu verstehen, die Zeit, in der wir sind, warum wir auf uns allein gestellt sind und was unsere Aufgabe ist, um den Mashiach zu bringen. Das ist dieser Mama. Wir werden auch zurückgreifen
auf den Inhalt dieses Mamars das Mamar redet über unsere Parasha. Unsere Parasha. Und das wird sein, das ist der Beginn, wie wir unser Thema hier behandeln wollen. Schauen wir uns unsere Parasha an. Unsere Parasha beginnt mit einem Vers. Ve'ata tetzave, schaut auf euer Blatt. Ve'ata tetzave את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לעלות נר תמיד באוהל מאוד מחוץ לפרוכת אשר על העדה על העדה על עדה יערך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם ואז sagt der Vers unsere Parasha ist Ata Tetzaveh und auf Deutsch steht hier geschrieben und du sollst den Kindern Israels befehlen dass sie dir reines zerstoßenes Olivenöl für das Licht bringen um die Menorah für immer anzuzünden soll sein Zeugnis und dass Aharon und seine Söhne es zünden von Abend bis Morgen vor Gott. Das ist also die Mitzvah, die Torah gebietet hier, Öl zu nehmen, gestoßenes Öl, Ketit Lamor, reines Öl, um die Menorah damit anzuzünden. Wir haben begonnen letzte Woche Parashat Truma. Parashat Truma redet über den Aufbau des Heiligtums in der Wüste, Oel Moed. Wir haben vier Parashiot, die darüber reden. Truma war der Beginn, Gott gibt Moshe Anordnungen, wie baue ich auf? Unser Parasha macht weiter, die Gewänder der Kohanim, die Gegenstände im Tempel. Dann gibt es noch Parashat Vayakel und Pikudei, die reden auch über den tatsächlichen Aufbau des Heiligtums. So, jetzt diese zwei Verse, das sind zwei Verse, mit denen unsere Parasha beginnt, sind irgendwie hineingerutscht zu Beginn unserer Parasha. Weil, inwiefern ist das jetzt relevant, dass Gott Moshe sagt, Befiehl am Israel, mir Olivenöl zu bringen für die Menorah. Über die Menorah hören wir viel, viel später, dass sie gebaut wird, dass man sie anzündet. Ja? Jetzt das, die Geschichte mit dem Olivenöl ist ein bisschen, ist wirklich sehr früh. Jetzt brauchen wir noch kein Olivenöl, weil es gibt noch überhaupt keine Menorah. Und damit, wenn wir uns diesen Vers anschauen, gibt es darauf vier große, große Fragen. Die Kommentatoren über diesen Vers haben 15 Fragen. Ja, der Rambam hat 10 Fragen, der Abarbanel hat 15 Fragen. Wir wollen heute 4 Fragen behandeln. 4 generelle Fragen über diesen Vers. Und das wird uns helfen, unsere Zeit und unsere Aufgabe besser zu verstehen. Schauen wir uns die 4 Fragen an. Die allererste Frage, wir haben sie gerade gestellt. Gott kommt und befiehlt Moshe Rabbeinu Olivenöl. Am Israel soll dir bringen Olivenöl. Reines Olivenöl für das Zünden der Menorah. Das ist völlig falsch am Platz jetzt. Unnötig. Weil jetzt zünden wir noch nicht die Menorah. Die Menorah wurde ja noch gar nicht gebaut. Und das Heiligtum wurde noch gar nicht gebaut. Momentan, Gott befiehlt nur Moshe, wie man die Dinge zu tun hat. Und Moshe sagt es dem jüdischen Volk weiter. Und erst später wird das Heiligtum tatsächlich gebaut. Und diese zwei Verse sind eigentlich viel zu früh dran. Warum sagt Gott Moshe jetzt? Befiehl dem jüdischen Volk, sollen wir Olivenöl bringen. Das ist viel zu früh. Lomatin, das ist wie jemand, der trifft sich mit einem Baumeister auf einem Platz, wo er sein Haus haben möchte. Dann sagte der Baumeister da, wie werden wir unser Abendessen kochen für heute Abend. Das ist irrelevant. Dein Abendessen kochst du erst viel, nachdem du deine Küche eingebaut hast. Aber doch nicht versteht, da steht doch nicht mal ein Haus. Das ist viel zu früh hergeholt. Und auch hier, Gott befiehlt Moshe Rabbeinu, sagt dem jüdischen Volk, bring mir Öl. Aber es ist eigentlich noch viel zu früh. Wozu? Das ist die erste große Frage. Die zweite große Frage ist, wenn wir uns anschauen, die Torah redet hier sehr, sehr, sehr komisch über Moshe. Die Torah sagt, Ve'ata tetzaveh. Diese ganze Parasha Moshe Rabbeinus Name wird hier nicht einmal erwähnt. Das wissen wir. Der einzige Parasha in der Torah seit seiner Geburt, wo sein Name nicht erwähnt wird. Die Torah sagt, Ve'ata. Sie redet zu Moshe und du. Immer nur du. Und du befiehlst dem jüdischen Volk. Die ganze Parasha, die Torah redet in der Du-Form zu Moshe. Direkte Form. Und du, und du, und du, und du, und du, und du, und du. Das ist für die Torah sehr merkwürdig. Das macht sie in keiner anderen Parasha. Warum macht sie das in unserer Parasha? Und du. Aber das heißt, die Torah verheimlicht den Namen von Moshe Rabbeinu. Wer ist du und du? Wir müssen selber überlegen, wer ist du? Moshe Rabbeinu, aber die Torah sagt es nicht.
Aber nicht nur das, auf anderer Seite, die Tora sagt, Moshe, ata tetzave, und du sollst befehlen, das Befehl soll von dir kommen. Wenn wir uns ein bisschen in der Tora ausgehen, wissen wir, dass Gott sagt zu Moshe, niemals tetzave, sagt, und du sprich zu ihnen, ata tzav, und du sag ihnen in meinem Namen. Aber hier die Tora sagt, ata tetzave, du bist derjenige, der ihn befehlen soll, der Befehl kommt von dir. Ja, also einerseits, sein Name wird verheimlicht, aber andererseits, Gott gibt ihm die völlige Autorität, ohne mal seinen Namen zu erwähnen. Ja, ein bisschen ein Widerspruch. So, Bemet, das Zohar, wie erklärt das Zohar? Das Zohar erklärt, dass, warum wird der Name von Moshe Rabbeinu nicht erwähnt? Wegen Chet Egel. Ja, nächste Woche werden wir lernen, Parashat Kitisa über das goldene Kalb, und Moshe hat damit Gott diskutiert. Er hat mir gesagt, wenn du ihnen nicht vergibst, im einen wenn du ihnen nicht vergibst, lösche mich aus dem Buch, das ich geschrieben habe. Mein Name soll ausgelöscht werden. Und wir wissen, dass Zohar erklärt, dass wenn ein Zadik etwas sagt, sogar wenn es an eine Bedingung gebunden ist, erfüllt es sich sowieso. Zumindest etwas. Und damit, Gott hat es natürlich schon vergeben, aber da Moshe diese Worte gesprochen hat, müsste es irgendwie in Erfüllung gehen, und das ist unsere Parasha. Okay? So erklärt das Zohar. Aber gut, über diese Erklärung gibt es viele Fragen. Weil erstens, warum ist es diese Parasha? Sünde zu Golem kam es doch gar nicht passiert. Das passiert das nächste Parasha. Eigentlich müsste der Name dort von Moshe nicht stehen. Warum steht er schon hier nicht? Noch wissen wir von der Geschichte gar nicht. Das ist eine Frage. Und zweite Frage, wenn es eine Strafe für Moshe Rabbeinu ist, dass sein Name nicht erwähnt wird, warum sagt dann Gott, und du befiehlst, du sollst befehlen. Dass Moschees Name nicht erwähnt wird, ist eine Strafe oder ist es nur eine Verbesserung seines Statuses? Weil du erwähnst zwar nicht seinen Namen, aber sagst, und du sollst befehlen. Alles kommt über dich, du bist hier der Boss. Ich gebe dir die Autorität zu befehlen. Dass Moschees Name nicht erwähnt wird, ist das für seinen Nachteil oder ist das für seinen Vorteil? Hallo? Nicht verständlich, worum es hier geht. Dritte Frage, die sehr auf dem Zettel steht, ja. Warum steht geschrieben, dass Gott sagt, Am Israel soll das Olivenöl zu dir bringen? Veikru elecha. Das Olivenöl sollt ihr bringen zu. Sagen ihnen, sollen dir das Öl bringen. Warum soll man das Öl zu Moshe bringen? Und was war Moshe? War Moshe der Gabai von Bet Knesset? War er der Gabai von dem Mishkan? Warum sollte man das Öl zu Moshe bringen? Es gab Abgabestellen für jede Sache. Was Moshe Rabbeinu, man hat Moshe Rabbeinu alles gebracht für das Heiligtum. Das ganze Volk ist zu ihm gekommen, hat er nicht genug zu tun gehabt. Es gab Gabaim, Leute, die waren verantwortlich, sie haben eingesammelt, haben aufgeschrieben, wer hat sie viel gegeben. Wieso steht über das Öl, wie Kruelecha, sie sollen dir das Öl bringen. Du bist der auf einmal der Gabai geworden, du musst jetzt einsammeln von ihnen, jeder bringt sein Öl-Krüglein, was er da gemacht hat, er soll es einsammeln. Was ist die Bedeutung darin? So, jetzt, der Ramban erklärt, warum das, warum sollte Moshe das Öl bekommen? Der Ramban sagt, weil er sollte kontrollieren, ob es koscher ist. Weil dieses Öl musste gewisse Koscher-Richtlinien erfüllen. Nicht alles war erlaubt. Und Moshe Rabbeinu war wie der Rabbiner. Er musste schauen, ist das Öl auch wirklich koscher. Deshalb steht geschrieben, man soll es zu dir bringen. Aber auch dieser Ramban ist nicht fix. Weil es gab viele Dinge, die koscher sein mussten für das Heiligtum. Le Dugma, das Mehl. Man musste ja auch Mehl bringen. Man musste auch Ktoret bringen, die 13 Gewürze. Man musste auch Hölzer bringen, um zu verbrennen, die Opfer. Die Hölzer mussten auch, was heißt koscher, mussten auch koscher sein. Sie durften keine Würmer, sie mussten entwurmt sein, ohne ungeziefer drinnen. Die Ktoret, 13 Gewürze, mussten gewisse Gewürze sein. Aber nirgendwo steht geschrieben, bring es zu Moschee. Es gab Leute, sie waren dafür verantwortlich. Gerade wenn Öl steht, veikru elecha. Zu Moshe muss man es bringen. Okay? Lama, warum? Außerdem,
das Öl ist ja, das gehört ja nicht zum Aufbau des Heiligtums dazu. Das Öl ist schon bereits, nachdem das Heiligtum aufgebaut ist, ist es jetzt ein Mittel, um das Heiligtum zu aktivieren, um dort etwas zu machen. Du brauchst nicht Öl, um zu bauen. Das Öl, mit dem Öl zündest du doch die Menorah an und damit zündest du das Licht. Aber eigentlich in dem Moment, wo das Heiligtum aufgebaut war, Moshe war aus dem Spiel. Weil im Heiligtum hat wer gearbeitet, wer hat Opfer gebracht, wer hat den Menorah angezündet? Die Kohanim, das war Aaron, der Bruder von Moshe. Und seine Söhne. Moshe durfte dort überhaupt gar nicht mehr sein. Was sollte Moshe mit diesem Öl machen? Man, die Torah sagt, man soll dir das Öl bringen. Und Moshe mit dem Öl kann ja gar nichts anstellen. Er gibt es Aaron weiter und Aaron zündet mit dem Menorah. Warum sollte das Öl zuerst zu Moshe gebracht werden? Völlig? Nur wenn er anzünden würde die Menorah. Nun, die Torah macht ihm vielleicht ein Kavod, gibt ihm diese Ehre. Aber er zündet ja nicht mal die Menorah an. Also warum sollte man das Öl zu ihm bringen? Und Frage Nummer 4. Was bedeutet Lehalot Ner Tamid? Ja, es steht geschrieben, dass die Menorah ständig brennen muss. Man sollte das Öl bringen, dass die Menorah ständig brennen muss. Aber die Menorah brannte nicht ständig. Ner Tamid heißt ständig brennen. Die Menorah brannte von Abend bis in der Früh. Sie brannte nicht den ganzen Tag durch. Nicht die ganze Zeit hat die Menorah gebrannt. Was bedeutet damit das Öl, damit die Menorah ständig brennen soll? Evanu, das sind diese 4 Fragen. 4 Fragen über den Vers, den Anfang unserer Parasha, wer da, vielleicht wiederholen wir sie noch einmal, damit sie es im Kopf haben. Erstens, warum war es so dringend, das Öl schon zu bringen, noch bevor überhaupt alles gebaut wurde? Zweitens, warum steht nicht, wem das Öl gebracht hätte, sondern nur du, wer da? Drittens, warum musste man das Öl zu Moshe bringen? Er konnte damit doch nichts anfangen, er war doch überhaupt nicht den Kohen. Und viertens, warum steht Ner Tamid, ein ständiges Feuer, wodurch die Menorah überhaupt nicht gebrannt hat, ständig, sondern nur von Abend bis in der Früh. Und alles steht in den 2 Versen, wenn ihr euch den Vers oben anschaut, alles steht drinnen. Dort steht drinnen, dass Aaron gezündet hat, dass die Menorah gebrannt hat von Abend bis in der Früh. Also im ersten Teil steht so, im zweiten Teil auf einmal siehst du, es widerspricht sich. Okay. Haben wir die Fragen verstanden? Perfekt. Gut. Wir wollen beginnen die Fragen mit unserer zweiten Frage. Warum steht Ve'ata? Warum Moshe Rabbeinu wird nicht erwähnt, sondern es steht nur Ve'ata? Und du sollst alles machen. Ganz wahrscheinlich ist nur du. Wie wir haben vorher erwähnt, dass du Lovitz Rebbe vor 30 Jahren sein letztes Ma'amar derweil zumindest gesprochen hat und er behandelt dort diese Thematik. Warum steht Ve'ata Tetzaveh und Moshe nicht steht persönlich mit seinem Namen drinnen? So, Bemet, wenn wir uns anschauen, unsere Parasha Tetzaveh, das wird nicht irgendwann einmal im Jahr gelesen aus der Tora, sondern zu einer bestimmten Zeit. Wir sind jetzt in der Woche, wo Moshe Rabbeinu gestorben ist. Sein Adar, der 7. Adar, das war gestern, der 7. Adar, das ist der Todestag von Moshe Rabbeinu. Und Parashat Tetzaveh wird immer gelesen in dieser Woche. Egal, ob es ist Adar 1, Adar 2, jetzt haben wir Adar, zweimal Adar. Aber es ist immer so, dass Parashat Tetzaveh gelesen wird in der Woche, wo sein Adar ist, wo Moshe Rabbeinu gestorben ist. In dem Sterbedatum von Moshe Rabbeinu. Und die Torah, indem sie seinen Namen nicht erwähnt, sie möchte das andeuten. Sie möchte andeuten, dass Moshe Rabbeinu gestorben ist in dieser Zeit. In dieser Parashah sozusagen ist er gestorben, wo man die Parashah liest. Nicht in der Parasha wirklich, weil er hat noch lange gelebt danach. Aber dort, wo wir die Parasha lesen, in dieser Woche, das ist der Todestag von Moshe Rabbeinu. Aber was will uns die Torah andeuten? Warum? Die Torah, welche Botschaft bringt uns hier die Torah? Die Torah will uns hier sagen, dazu, Moshe Rabbeinu ist gestorben.
Aber Moshe Rabbeinu ist nicht gestorben, wie jeder normale Mensch. Die Tora will uns hier sagen, wie Tzadikim sterben. Oder besser, wie Tzadikim nach ihrem Sterben weiter leben. Dann kommt die Tora und sagt uns was. Die Tora kommt und sagt, Ve'ata, Tetzaveh, du sollst befehlen. Sagt nicht, Moshe soll befehlen. Du sollst befehlen. Moshe Rabbeinu ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Irgendwann einmal er muss sterben. Er lebt nicht für die Ewigkeit. Moshe Rabbeinu ist die physische Existenz von einem Menschen auf dieser Welt. Das ist Moshe. Er ist eine Person, hat einen Körper und jeder Mensch muss irgendwann mal sterben. Gott sagt zu Moshe, hör mir zu, Moshe Rabbeinu wird irgendwann mal sterben. Aber wer ata, aber du, wer ist du? Nicht dein Körper, deine Seele, dein inneres Wesen, wer ata, du wirst für die Ewigkeit weiterleben. Moshe Rabbeinu geht von dieser Welt, aber du wirst weiterleben für die Ewigkeit. Deshalb die Tora sagt, wer ata tetzaveh. Die Tora will uns hier sagen, der Moshe Rabbeinu, der gestorben ist vor 3300 Jahren, dieser Moshe Rabbeinu ist gestorben. Moshe Rabbeinu ist gestorben. Als Mensch. Aber er, aber du, sein inneres Wesen. Das ist, wenn die Torah sagt, Ve'ata, redet sie ja über das innere Wesen. Sie redet nicht über die äußeren Gewänder, über den Körper. Sie redet über die Seele. Die Seele wird weiterleben. Aber nicht so, wie die Seele von jedem anderen Menschen ja auch weiterlebt. Denn wir wissen, über die Tzadikim steht doch geschrieben, dass die Tzadikim auch nach ihrem Tod als lebendig gelten. Wie ist das zu verstehen? Ein Tzadik nach seinem Tod gilt als lebendig. Nicht nur das, ein Tzadik nach seinem Tod gilt sogar als lebendiger als vor seinem Tod. Wie kann das sein? Weil ein Tzadik, so steht im Buch Tanja geschrieben, was ist das Leben eines Tzadiks? Avat, Gottesliebe, Gottesfurcht, Torah und Mitzvot. Ja. Ein Tzaddik, sein wahres Leben ist nicht Essen und Trinken und Arbeiten und physisches Leben. Sein wahres Leben ist das Spirituelle. Und solange er auf dieser Welt lebt, sein Körper engt sein spirituelles Leben ein. Weil er ist in einem Körper, ist er begrenzt. In dem Moment, wo der Tzaddik diese Welt verlässt, nicht nur, dass er weiterlebt, weil das Spirituelle bleibt ja für die Ewigkeit. Er lebt sogar noch mehr, weil jetzt sein Gesetz, sein Körper engt seine Seele nicht mehr ein. Und jetzt kann der Tzadik überall sein. Jetzt kann der Tzadik viel mehr Einfluss haben auf seine Schüler, auf das jüdische Volk und so weiter, weil er ist nicht mehr vom Körper eingeengt. Das ist, was die Tora sagt. Die Tora erwähnt nicht Moshe Rabbeinus Namen in unserer Parasha, weil es fällt in die Woche, wo sein Todestag ist. Und die Tora möchte uns sagen, wisse, Moshe Rabbeinu ist nicht gestorben. Moshe ist gestorben, aber wer ata, du sollst befehlen. Du bist nicht gestorben. Moshe ist der, die Seele, er selbst lebt noch immer und das ist der Al-Tzadikim. So, bei Moshe Rabbeinu steht das auch ausführlich geschrieben. So sagt die Gemara, so wie Moshe Rabbeinu auf dieser Welt vor Gott stand, und ihm gedient hat, so Moshe Rabbeinu auch in der oberen Welt, er steht vor Gott und dient ihm und dient auch dem jüdischen Volk. Ja? Also Moshe Rabbeinu hat nur sozusagen, er hat nur seinen Platz, Arbeitsplatz gewechselt, aber er hat noch immer denselben Einfluss auf das jüdische Volk, so wie er noch da war. So, anhand dessen können wir eine sehr interessante Frage behandeln, die eigentlich, wir hören das von Jahr zu Jahr, aber wir machen uns nicht Gedanken darüber. Und anhand dessen können wir das gut verstehen. Wir alle wissen, es ist doch jetzt Adar, ja, Haman. Und die Gemara erzählt doch über Haman, dass er sich ausgesucht hat, den Monat Adar für seine bösen Pläne. Warum der Monat Adar? Sagt der Talmud so. Talmud sagt so. Tana, da gefallen ist sein Los auf den Monat Adar, hat Haman sich sehr gefreut. Warum? Er hat gesagt, oh, das Los fällt in dem Monat, wo Moshe Rabbeinu gestorben ist. Der Talmud sagt, aber er hat nicht gewusst,
dass Moshe Rabbeinu am siebten Adar gestorben ist und am siebten Adar geboren wurde. So sagt die Gemara. Ja, wir alle kennen das. Mann hat sich ausgesucht den Monat Adar. Er hat sich gefreut. Und alle die Gemara sagt, er hat sich gefreut, weil er hat nicht gewusst, dass Moshe Rabbeinu gestorben ist im Adar und noch geboren wurde im Adar. Ja? Und das, dass er geboren wurde, war unser Glück. Zwei Fragen stellt sich die. Auf die Gemara stellen sich zwei einfache Fragen. Erstens, was heißt, Amman hat es nicht gewusst, dass Moshe Rabbeinu im Adar geboren wurde? Wo hat Amman gewusst, dass Moshe Rabbeinu gestorben ist am 7. Adar? Das steht in der Tora auch nicht ausführlich geschrieben. Das heißt, Amman hat es gelernt. Amman war gescheit. Wenn er gewusst hat, wann er gestorben ist, wer hat auch gewusst, wann er geboren ist. Wenn wir das wissen, Amman hat das nicht gewusst. Sicher hat das Amman gewusst. Der Talmud wurde geschrieben, dieser Talmud, den wir hier lesen, wurde geschrieben in Babylon, zur Zeit von Haman, in dieser Zeit. Haman hat das nicht gewusst, ich hatte das gewusst. Das ist Frage Nummer 1. Frage Nummer 2, wie sagt die Gemara? Haman hat gewusst, dass, wie sagt der Gemara? Haman hat nicht gewusst, dass er gestorben ist am 7. Adar und dass er geboren wurde am 7. Adar. Eigentlich müsste die Reihenfolge anders sein. Erst bist du geboren, dann stirbst du. Es müsste stehen, Haman hat nicht gewusst, dass er am 7. Tag geboren wurde und am 7. Tag gestorben ist. Erst Geburt und dann Sterben. Aber die Gemara sagt umgekehrt, Haman hat nicht gewusst, dass er gestorben ist und geboren wurde. Warum ist die Reihenfolge verdreht? Oh, erklärt Rabbi Jonathan Eifschitz eine sehr originelle Antwort. Er sagt, sicher hat Haman gewusst, wann Moshe geboren ist und wann Moshe gestorben ist. Sicher hat er das gewusst. Aber Haman hat nicht verstanden, wie das bei uns funktioniert mit den Tzaddikim. Haman hat sich gedacht, Moshe Rabbeinu ist geboren am 7. Adar, Jofi. Und Moshe Rabbeinu 120 Jahre spätestens am 7. Adar gestorben. Es gibt keinen Moshe Rabbeinu mehr. Er ist Geschichte. Und deshalb ist das für mich ein guter Monat. Er hat nicht gewusst, dass Moshe Rabbeinu, nachdem er gestorben ist, endlich wiedergeboren wird. Und er lebt noch immer weiter. Das hat Haman nicht gewusst. Er hat gewusst, dass er physisch gestorben ist und physisch geboren ist. Ich hätte das gewusst. Aber er hat nicht verstanden, dass ein Tzaddik wie Moshe Rabbeinu, auch nachdem er stirbt, er noch weiterlebt. Und noch immer sein Absterben nicht wirklich ein Tod ist für ihn, weil er lebt weiter, er wird immer wieder geboren. Er lebt weiter in seinem Geiste und über Moshe Rabbeinu hat geschrieben, dass seine Seele, ein Funken seiner Seele in die Tzaddikim, in jeder Generation weitergehen. Okay? Das bedeutet die Gemara. Deshalb steht auch zuerst, er hat nicht gewusst, dass er gestorben ist und nicht, dass er geboren ist. Erst ist er gestorben, aber er hat nicht gewusst, dass er wiedergeboren wurde, dass seine Seele weiter lebt. Okay? Solange ein Mensch lebt, wir feiern seinen Geburtstag, stimmt's? Wenn ein Mensch gestorben ist, feiern wir noch seinen Geburtstag? Nein, wir erinnern uns an seinen Tod. Todestag, kein Geburtstag mehr. Weil wir sagen, es ist Geschichte, er lebt nicht mehr. Aber Moshe Rabbeinu, das hat der Mann gedacht über Moshe Rabbeinu. Er ist geboren, er ist gestorben, Geschichte ist vorbei, kein Moshe Rabbeinu mehr. Aber er hat nicht gewusst, dass Moshe Rabbeinu geboren wurde, das heißt, dass er noch weiterlebt danach. Das ist Moshe Rabbeinu. Das ist jemand wie Moshe Rabbeinu, ein Tzaddik, nicht der Körper macht den Unterschied, ob er lebt und führt und Einfluss hat auf das jüdische Volk oder nicht. Der Körper macht nicht den Unterschied. Das ist nur für uns eine optische Veränderung. Und Moshe Rabbeinu ist weiter da und führt weiter das jüdische Volk. Ja? Also das, so, und das bedeutet, hier die Tora will ausdrücken, dass Moshe Rabbeinu, auch nachdem er physisch nicht mehr da ist, er ist trotzdem weiter da. Okay, nun, schön und gut. Schön und gut. Moshe Rabbeinu ist noch da. Gut, das haben wir verstanden. Aber er ist da, weil er ist da spirituell da. Aber trotzdem, wir sind eine niedrige Generation. Und wir fallen und fallen und fallen. Und wozu das alles? Warum hat das Gott so gemacht? Wäre es nicht besser, dass wir Moshe Rabbeinu vor Augen haben? Wie damals? Was nützt es uns zu wissen, dass Moshe Rabbeinu im Himmel noch für uns betet und uns anführt?
okay, es ist eine gute, es ist ein guter, es ist ein netter Trost und es gibt uns Hoffnung, dass wir nicht alleine sind, aber nichtsdestotrotz, die Generationen fallen, von Generation zu Generation werden wir immer schwächer. Was können wir damit anfangen? So, jetzt schauen wir uns an, was der Rebbe weiter erklärt in dem Amara Tate Zaveh. Das sind die anderen Fragen, die wir gestellt haben. Wir haben ja gefragt, was bedeutet Lehalot Ner Tamid? Das war die vierte Frage. Da steht geschrieben, man soll Moshe Rabbeinu Öl bringen, damit die Menorah entzündet wird für immer. Was heißt für immer? Nicht für immer. Nur von Abend bis in der Früh. Der Rebbe erklärt in dem Amar vor 30 Jahren Folgendes. Und das bringt Rashi in Parashat Behalotcha, was über die Entzündung der Menorah redet. Was bedeutet Lehalot Ner Tamid? Damit die Menorah ständig zündet, erklärt dort Rashi, Shetie Shalhevet Olam Ealea. Was bedeutet, immer soll sie zünden, dass die Flamme von alleine aufsteigt. Wir wissen praktisch, wenn wir eine Kerze zünden wollen, wir zünden sie mit einem Feuer, weil wenn wir das Feuer zu früh wegnehmen, die Flamme hält nicht am Docht, weil es brennt noch nicht von alleine. Wir müssen länger halten und dann, wenn wir das Feuer wegnehmen, es hält am Docht, es brennt von alleine. Was bedeutet, damit das Feuer ständig brennt? Über welches Feuer reden wir? Wir reden über das Feuer nicht nur von der Menorah, wir reden über und das Seelenfeuer. Das Feuer, das uns Kraft gibt die ganze Zeit, unsere Neshama. Das Feuer, das uns Energie gibt. Sagt, was bedeutet es, dass das Feuer ewig brennt? Das ist dann, wenn das Feuer von alleine brennen kann. In unserer Sprache, das ist die Arbeit, der Dienst an Gott aus eigener Kraft. Solange Moshe Rabbeinu da war, er hat uns die Kraft gegeben. Wir haben Befehle von ihm empfangen. Wir haben sie gemacht wie Schüler. Es gibt einen Rav, der Schüler hört dem Rav zu und alles, was der Rav sagt, macht der Schüler. Er folgt ihm wie ein braves Kind. Du bist abhängig von deinem Rav. Was er sagt, machst du. Was er nicht sagt, wirst du nicht machen. Du traust dich nicht, weil er hat die Verantwortung und ich bin nur der Ausführer. Aber zu unserer Zeit, wo Moshe Rabbeinu nicht da ist, zu unserer Zeit, wo die Generationen fallen, und das ist der Grund, dass die Generationen fallen. Warum hat Gott uns gelassen, ohne Anführer, ohne Tzaddikim? Weil er möchte, dass wir aus eigener Kraft die Dinge tun. Er möchte, dass wir das ständige Feuer anzünden, indem wir so zünden, dass es von alleine schon zünden kann. Wenn wir auf eigenen Beinen stehen und Gott dienen aus unserer Kraft, aus uns selbst und nicht, weil wir nur Befehle bekommen von oben. Deshalb hat Gott uns gelassen, eine Generation, wo jeder von uns ein Anführer sein soll. Die Zeiten, wo wir nur Schüler waren und auf andere geblickt haben, sag mir, was ich zu tun habe, sind vorbei. Gott möchte, dass nun wir diejenigen sind, die von alleine draufkommen, mit eigener Kraft die Dinge tun, selber Entscheidungen treffen für die allerwichtigsten Dinge im Leben. Das sind wir. Und wir können uns nicht mehr verlassen auf einen Anführer, auf einen Moshe Rabbeinu, der uns sagt, mach so, mach so, mach so, mach so. Wir von alleine müssen draufkommen. Denn Moshe Rabbeinu in jeder Generation, Moshe Rabbeinu ist oben, er schaut, er hilft uns, er stützt uns. Aber nichtsdestotrotz sind wir hier auf dieser Welt alleine. Lama, damit wir von alleine brennen. Das unsere und wir das von uns selbst machen. Okay? Das heißt, hier die Tora sagt uns, sei kein Schüler mehr. Sei nicht mehr abhängig von jemandem, der über dir ist. Sondern sei du der, der macht. Werde von Schüler zu Anführer. Werde von jemandem, der nur Befehle ausführt, jemand, der selber nicht Befehle geben kann an andere, jemand, der die Befehle lebt. Was ist der Unterschied zwischen einem Businessman und einem Angestellten? Was der Unterschied ist, dass der Angestellte, der macht nur seinen Job.
kann sein, dass das Business ihn gar nicht interessiert. Er macht seinen Job vielleicht nicht einmal für den Lohn, er macht das, weil er seinen Boss liebt. Er ist ihm was schuldig, sagen wir. Er arbeitet für ihn. Er liebt ihn und er macht das, weil er ihm gesagt hat. Aber er wird die Befehle, die er befolgt, immer nur als Befehle sehen. Er kann sich vielleicht damit gar nicht assoziieren, vielleicht nicht identifizieren, vielleicht die Befehle sind nicht ein Teil von ihm geworden. Aber ein Businessman, das ist jemand, der Papa hat dem Sohn übergeben sein Business, der Papa ist schon gestorben. Jetzt der Sohn weiß, das ist mein Business. Wenn ich das nicht in die Hände nehme, wird das keiner statt mir machen. Jetzt muss ich das machen. Und was passiert in diesem Moment? Der Mensch in diesem Moment, er wird sich seiner Verantwortung bewusst und er sieht dieses Business als sein Sinn im Leben, als sein Baby. Er muss sich darum kümmern und wenn er das, und das ist nur er. Das heißt, das Business und er werden zu einer Sache. Das will Gott von uns. Gott hat uns die Anführer genommen, absichtlich. Denn er möchte, dass wir aufhören, immer nach oben zu schauen, was soll ich jetzt tun? Wie geht es jetzt weiter? Wir haben so viele Instrumente und so viele Hilfsmittel schon bekommen, die Torah, die Mitzvot, die Bücher, die Shiurim, dass wir schon alleine sagen können, so, jetzt muss ich selber überlegen, was kann ich noch machen, um den Mashiach zu bringen? Was kann ich noch machen, um aus der Welt eine bessere Welt zu machen? Nicht immer, jetzt sollst du nicht mehr schauen nach oben. Sag mir, was ich tun soll. Denn solange du fragst, sag mir, was ich tun soll, damit zeigst du, dass nicht du bist. Das ist nur ein Befehl, den du befolgst. Aber du lebst das nicht. Das ist nicht deine Entscheidung und nicht deine Aufgabe. Es ist immer nur eine Aufgabe, die du für andere machst. Und Bemet, wir sehen das bei Moshe Rabbeinu selbst auch. Auch Moshe Rabbeinu hat diesen Prozess gemacht vom Schüler zu Anführer. Moshe Rabbeinu war der Schüler Gottes. Hat auch in einem dramatischen Moment in seinem Leben, die eine allergrößte Prüfung, er ist geworden vom Schüler zu Anführer. Wann war das? Die Torah erzählt uns, dass als Moshe Rabbeinu mit den zweiten Tafeln vom Berg Sinai gekommen ist, ja, die ersten waren zerbrochen, zu Rom Kippur kommt mit den zweiten Tafeln und sagt die Torah, Vekaran Or Panav, sein Angesicht hat geleuchtet. Er hat geleuchtet vor Heiligkeit. So stark war das, das jüdische Volk konnte ihn gar nicht erblicken. Er musste eine Maske tragen, damit die Leute ihn anschauen konnten, weil das Licht, die Heiligkeit war zu stark. So steht geschrieben. Stellt sich die Frage, warte. Wieso bei den zweiten Tafeln hat er so geleuchtet? Bei den ersten Tafeln, als er vom Berg Sinai gekommen ist, nach 40 Tagen, mit den ersten Tafeln, er hat nicht so geleuchtet. Überhaupt nicht. Er hat erst geleuchtet bei den zweiten Tafeln. Und die zweiten Tafeln hat er selbst geschrieben. Das hat nicht der Gott geschrieben. Die ersten Tafeln waren von Gottes Hand, Gottes Schrift, Wunder. Die zweiten Tafeln waren viel niedriger. Und trotzdem, bei den zweiten Tafeln, Moschee leuchtet. Bei den ersten Tafeln, er hat nicht geleuchtet. Was ist der Unterschied? Moshe Rabbeinu kommt mit den ersten Tafeln runter. Er kommt als Schüler hinunter. Gott ist der Lehrer, sein Meister, Moshe ist der Schüler. So bringt dem jüdischen Volk das Gesetz. Moshe Rabbeinu kommt runter. Was sieht er? Er sieht, das jüdische Volk macht ein goldenes Kalb. Moshe Rabbeinu ist ein Schüler. Moshe Rabbeinu in diesem Moment musste sich entscheiden. Bin ich weiterhin ein Schüler oder werde ich jetzt den Anführer? Moshe Rabbeinu als Schüler hätte sagen können, okay, ist mein Deal. Ich habe einen Befehl bekommen. Sie machen ein goldenes Kalb. Ich übergebe Ihnen die 10 Gebote. Was danach passiert, ich mache nur eine Aufgabe, wie es mir Gott gesagt hat. Aber was würde dann passieren? Moshe Rabbeinu bringt dem jüdischen Volk die Tafeln, wo draufsteht, du darfst nicht Götzen dienen. In dem Moment, wo sie Götzen dienen, er verkündet über sie ihr Todesurteil. Weil das, was sie nicht machen dürfen, die Tafeln waren ja wie ein Vertrag. Das ist jetzt ein Vertrag unterschrieben, das sind die Regeln. Und ihr, bei der Übergabe des Vertrags, brecht die Regeln. Das ist ein Todesurteil. Das ist ja so, das ist schlimm. Aber Moshe Rabbeinu hat anders entschieden. Er hat in diesem Moment entschieden, nein, ich bin ein Anführer. Ich kann nicht mehr ein Schüler sein. Wenn ich als Schüler fungiere, ist das jüdische Volk verloren. Ich muss ein Anführer sein. Ich kann nicht zulassen,
dass das jüdische Volk jetzt bei dieser Sünde sozusagen mit voller Härte bestraft wird, weil ich ihm die Tafel übergebe. Ich muss die Tafeln zerbrechen. Und in einem Bruchteil, wenn Überlegung hat sich entschieden, ich nehme die Tafel und zerbreche sie einfach. Ja, man muss, die Kommentatoren, jeder alle hat der Moshe zerbrochen aus Boshaftigkeit. Das ist auch noch kommen. Moshe, wenn du bekommst ein Gottesgeschenk in den Händen, das Allerheiligste überhaupt, wie kann das überhaupt zerbrechen? Wer würde sich sowas trauen? Wir eine Sefer Torah wagen es nicht auf den Boden zu legen. Wenn jemand dich ärgert, wirfst du es ihm die Sefer Torah. Vielleicht legst du sie beiseite und haust ihm eine rein. Leider, weil die Sefer Torah wirst du nicht auf ihn werfen. Sogar wenn er gegen die Torah geht. Die Sefer Torah ist Kadosh. Wie Moshe Rabbeinu wirft die Tafel runter. Das ist das Allerheiligste, was ihm Gott gegeben hat. Moshe Rabbeinu hat es nicht runtergeworfen aus Boshaftigkeit. Er hat es runtergeworfen, weil er ein Anführer geworden ist. Er sagt, meine Aufgabe ist es, mich um dieses Volk zu kümmern. Ich nehme lieber diese Tafel, wo drauf steht, diene keine Götzen. Und zerbreche sie. Ich zerbreche den Beweis. Ich zerreiße den Vertrag. Damit die Strafe Gottes nicht zu hart mit ihnen ist. In diesem Moment, Moshe Rabbeinu ist zum Anführer geworden. Als er sich entschieden hat, er nimmt das selber in die Hand. Er hat nicht Gott gefragt, ist es richtig, ist es falsch. Im Nachhinein könnte sich fragen, wie kann ich die Tafel Gottes zerbrechen? Ich muss ihn vorher fragen. Kilo. Er hat es aber trotzdem gemacht. Er wurde von Schüler zu Anführer. Das, was er von Gott bekommen hat bis dahin, hat ihm gereicht zu entscheiden. Er hat ihm gereicht. Er konnte nicht ewig ein Schüler sein. Und deshalb, als er die zweiten Tafeln runtergebracht hat, war er so heilig. Das war die Heiligkeit, die gezeigt hat, was der Sprung von Schüler zu Anführer bewirkt hat. Das ist dieser Reifungsprozess, den Moshe durchgemacht hat. Und genau das ist das. Das ist das, was man auch von uns möchte. Man möchte von uns, und deshalb haben wir niemanden. Wir haben nicht niemanden, um zu sagen, dann sind wir nichts wert. Was sollen wir tun? Umgekehrt. Wir stehen alleine auf uns da. Alles fängt von uns ab, damit wir beginnen zu verstehen, jetzt müssen wir das machen. Keine Tzadikim machen mehr für uns die Arbeit. Und nicht schauen wir auf die anderen. Was machen sie? Wir machen ihnen nach. Wir warten auf Befehle und dann machen wir es. Jetzt ist es Zeit, dass wir von alleine beginnen zu denken, von alleine beginnen zu machen. Nicht warten, sondern wir sind die, die anführen müssen. Die Initiatoren, das müssen alles, muss alles von uns kommen. Okay? Und so sagt ein Sprichwort, ein Mensch verändert sich nur, wenn er beginnt zu tun, selber zu tun und nicht, solange er nur bekommt. Solange du nur bekommst, wirst du dich nicht verändern. Weil du wirst immer abhängig sein von dem, der über dir ist. Aber in dem Moment, wo du sagst, ich mache es selber, da beginnt deine Veränderung. Da wirst du von Schüler zu Meister. Und das ist das, was die Tora uns sagt. Das ist Frage Nummer 3. Wir haben gefragt, warum muss man das Öl zu Moshe Rabbeinu bringen? Vayikru Elecha, bringt das Öl zu Moshe Rabbeinu. Die Tora will uns hier sagen, wir sollen das Öl zu Moshe Rabbeinu bringen. Was bedeutet zu Moshe Rabbeinu bringen? Heißt, wir können hier Moshe etwas geben, das er alleine nicht machen kann. Wir sind jetzt die Geber für Moshe. Jetzt auf einmal Moshe wird wie unser Schüler und wir sind die Meister. Die Tora sagt uns, du sei nicht mehr ein Schüler, sei du, der ein Meister wird. Gib du Moshe, was er selber nicht machen kann. Moshe ist nicht mehr hier. Er hat seine Aufgabe schon gemacht auf dieser Welt. Aber er hat Schüler hinterlassen, die jetzt Meister werden müssen. Und als Meister können sie Moshe etwas geben, das er selber nicht erreicht hat. Deshalb bring es zu Moshe. Du bist jetzt der Moshe. Und durch dich, Moshe, dein Meister, kann etwas erreichen, das er alleine nicht erreichen könnte. Sondern das kommt jetzt von dir. Du bist jetzt der geben muss. Bis jetzt hast du immer nur bekommen. Jetzt musst du derjenige sein, der geben muss. Und sogar dein Meister kann von dir bekommen. Weil du etwas hast, das sogar er nicht hat. Gut, und wir haben auch erklärt,
Die erste Frage, was haben wir gefragt? Warum erzählt uns die Tora das alles jetzt? Warum mit dem Öl, jetzt das Öl, jetzt das Öl? Das war zu früh. Jetzt braucht Moshe Rabbeinu doch kein Öl. Nein, die Tora wollte das bringen gleich am Anfang, weil wir jetzt in der Woche sind, wo Moshe Rabbeinu doch gestorben ist. Und die Tora will uns hier damit sagen, dass Moshe, es ist Moshe Rabbeinu vom Himmel, gibt uns die Kraft für all diese Sachen. Wir alle Tzadikim vom Himmel geben uns die Kraft. Wir sollen das Öl sollen wir bringen zu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu ist aber nicht mehr da. Wir machen das durch seine Kraft. Und durch seine Kraft werden wir inspiriert. Aber schlussendlich sind wir diejenigen, die anzünden müssen und diejenigen, die die Dinge erledigen müssen. Und anhand dessen, der Rebbe erklärt, ist wunderschön, auch überhaupt den Lauf für alle Generationen, wie wir sehen, dass Gott uns Schritt für Schritt alleine gelassen hat, sozusagen, damit wir beginnen, selber zu arbeiten. Schauen wir uns das an. Die allererste Station war doch das Erhalten der Tora. Wir haben bekommen die Tora, Wunder, Gott hat sich uns gezeigt, hat uns gesprochen. Die zweite Station war die Zerstörung des ersten Tempels und wir sind ins Exil gegangen, 70 Jahre in Babylon. Dort war Haman. Haman hat uns herausgefordert. Haman hat unseren Glauben herausgefordert und wir alle blieben stark und haben Gott erneut unseren Glauben bestätigt. Denn würden wir alle sagen, wir glauben nicht mehr an Gott, Haman hat jetzt in Ruhe gelassen. Da haben wir gesagt, nein, wir leugnen nicht, wir sind doch bereit dafür zu sterben. Wozu war das? Gott hat uns Kilo allein gelassen. Haman, es gab ja keine großen Wunder, keine offensichtlichen Wunder. Gott wollte uns prüfen. Können wir auf eigenen Beinen stehen? Und wir haben die Prüfung bestanden. Dritte Station war nach der Zerstörung des zweiten Tempels. Und das jüdische Volk wurde verstreut über die ganze Welt. Und alle haben gelebt nur in Gemeinden, in kleine, nicht mehr als Volk. Alles nur klein, klein, klein. Der Höhepunkt dieser Prüfungen waren die Pogrome, Inquisition und so weiter und so weiter und so weiter. Hier hat Gott noch mehr herausgefordert unsere persönliche Reife. Wie ist deine Wahl? Wählst du Gott und die Mitzvot? Und ist das eine Sache, die du von deiner Familie aufgezwungen bekommen hast, vom Erhalten der Tora? Bei der Tora hat uns Gott wie gezwungen. Wir hatten keine Wahl. Es gab zwei große Tempel. Wer wollte nicht religiös sein? Jeder wollte in den Tempel gehen. Bei jeder Station Gott noch und noch und noch reifert unsere persönliche Wahl zu ihm an. Er macht es noch stärker und noch stärker. Wie? Immer lässt uns noch und noch mal wählen. Wähle du, ob du daran glaubst. Der hat uns viele Gelegenheiten zu geben, dass wir selber wählen. Ja, und dann nach dieser schwierigen Zeiten, Pogrom und so weiter, dachten wir, es ist vorbei. Nein, Gott gibt uns die nächste Stufe von wähle selbst, steh auf eigenen Beinen. Und das sind die Verführungen. Bis dahin waren es harte Prüfungen. Jetzt sind wir in einer Zeit der Verführungen. Alles ist erlaubt. Die Verführungen berauschen die Sinne und sagen, wenn alles erlaubt ist, ich darf machen, was ich möchte, dann mache ich auch andere Sachen. Auch hier, Gott stellt uns wieder vor dieselbe Wahl. Du sollst selber wählen, was ist der richtige Weg. Weil ich möchte, dass das von dir kommt. Dass du diese Entscheidung fällst. Und nicht, weil so die Generationen waren, weil ich es machen muss. Immer wieder, Gott lässt uns wählen und fordert uns heraus, um unsere persönliche Reife hervorzubringen. Ja, wir sehen und so, und auch jetzt in einer Generation ohne Tzadikim. Keine Tzadikim. Das ist nicht, um uns fertig zu machen. Das ist, um uns noch einmal auf die Beine, damit wir selber auf den Beinen stellen. Sagt Hashem, wenn wir diese letzte Prüfung, diese letzte Reifeprüfung schaffen, dass wir nicht warten auf Gott, bring uns den Mashiach, damit wir das Exil verlassen. Nein, sondern Gott, wir bringen den Mashiach, indem wir uns überlegen, wie wir das machen. Und jeder Baruch Hashem kann sich vieles überlegen. Er wird sagen, Gott, bring endlich den Mashiach. Sie beten für den Mashiach. Aber Gott sagt, das ist der falsche Weg. Beten ist immer gut. Aber nicht vom Beten wird der Mashiach kommen. Der Mashiach wird kommen, wenn du die Verantwortung nicht auf Gott wirfst, bring du den Mashiach. Sondern wenn du verstehst, das ist meine Verantwortung. Deshalb hat Gott mich Kilo allein gelassen, weil er glaubt an mich, dass ich das machen kann. Und ich bin nicht mehr ein Schüler, ich muss auch ein Anführer sein. Ja?
Wir brauchen schon, wir alle kennen das, wenn wir Business machen wollen. Auf einmal jeder hat tolle Ideen und arbeitet Tag und Nacht und schert keine Mühen, weil das ist ihm wichtig. Nachon, Gott möchte, dass das mit der Torah genauso ist, mit den Mitzvot genauso ist. Deswegen, dass wir das selber leben sollen. Natürlich alles mit der Kraft von Moshe Rabbeinu, das ist schon klar. Aber hier sind wir alleine, physisch sind wir eigentlich alleine. Und alles, damit wir von uns aus diese Dinge machen. Chazakim u'bruchim tihyu.